Sie mussten die Schulzeit dann unterbrechen, weil so viele Flüchtlinge auch kamen. War das so das erste Mal, dass Sie das richtig auch gespürt haben, dass es jetzt richtig ernst wird? Kann ich nicht sagen. Ich muss heute sagen, ich habe immer an, weil es bei uns so friedlich rumkam, immer gedacht, naja, das wird schon werden. Und das Erste, was ich mal gesehen habe in der Richtung, da gab es in unserer Gastwirtschaft im Saal einen Film, die Deutsche Wochenschau, ja, wo der Reichsadler hier von hinten so verblendet wurde. Und wo Hitler dann stand, das sind so die ersten Worte, die ich mir gemerkt habe, wo ein deutscher Soldat steht, da steht kein anderer. Ja. So ein Blödsinn, das kann ja kein anderer sehen. Ne. Aber das sind so Worte gewesen, die sich bei mir eingeprägt haben. Ne. Und dann begann die Flucht 1945 im Januar. Mein Vater war ja freigestellt, weil er Bürgermeister war. Und der hatte wohl irgendwie einen Befehl gekriegt, wir sollten, obwohl der, weiß gar nicht mehr, wie der hieß, der Pommern also verwaltete, der hatte gesagt, Pommern wird nicht verlassen. Aber es kam ja dann halt doch anders. Und dann im Januar sind wir das erste Mal geflohen mit 4 Pferdefuhrwerken. Mit Spitzdach drauf, Mitarbeiter alles mitgenommen. Und dann hieß es, die Kurlanddivision hat den Russen zurückgeschlagen und bis Preußisch-Friedland, 9 Kilometer entfernt. Und dann ist mein Vater umgedreht, wieder nach Hause gefahren. Bis zum 24. Februar 1945, da begann denn morgens um 8 Uhr der Russe aus Preußisch-Friedland mit der Stalinorgel zu hämmern. Alles klirrte und so weiter. Und dann kam die SS zu uns auf den Hof und hat zu meinem Vater gesagt, er hatte mich so an der Hand und meine Mutter stand daneben. Dann haben sie ihm gesagt, also Herr Panknin, wenn Sie hier jetzt nicht runtergehen, bringen wir Sie hinter die HKL, Hauptkampflinie, und dann sehen Sie zu, wie Sie weiterkommen. Naja, und nun waren ja die vom ersten Fluchtversuch, waren ja die Wagen alle mit Dach versehen und so weiter. Und ruckzuck wurde dann aufgeladen. Und ich habe heute noch, wie gesagt, nachgelesen. Wir sind dann am 24.02. um 13 Uhr vom Hof runter. Wissen Sie noch, Sie haben gesagt, der Vater hat Sie an der Hand gehalten, wie es Ihnen in diesem Moment ergangen ist, ob Sie das überhaupt Ich habe begriffen nur die haben? Worte von meinem Vater gehört. Meine Mutter hieß Meta. Und da hat er gesagt, Meta, wenn wir hier jetzt runtergehen, dann sind wir arme Leute. So kam es ja dann auch. Das heißt, Ihr Vater hat schon die Tragweite begriffen. Naja, vom Ersten Weltkrieg wusste er ja, was Sache war, nicht? Man hört bei vielen so, dass man dachte, ach, das wird schon, wir kommen ja bald wieder. Und deshalb ist das interessant, dass Ihr Vater also oder in Ihrer Ja, Familie das klar war, das ist jetzt ein Abschied für immer. das ist ein Abschied für Meier. Konnten Sie selber Und eigentlich auch was mitnehmen oder haben das einfach die Eltern alles das geregelt? haben die Eltern alles gemacht. Nur meine Oma kam nicht wieder mit 76 Jahren. Die hat gesagt, ich will hier zu Hause sterben. Die ist nicht mitgekommen. Das erste Mal war sie mit und dann sagt sie, ich will hier zu Hause sterben. Das heißt, Sie haben sich auch von Ihrer Großmutter verabschiedet dann. Ja. War das dann ein Abschied für immer oder haben Sie sie nochmal wieder gesehen? Ja, es war so, dass ich dann nach Jahren bei diesen Treffen in Nordheim 65 das erste Mal vom Schicksal der Oma erfuhr. Und zwar war es ja so, die meisten in Barkenfelde sind ja vom Russen überrollt worden, vor allen Dingen auch ausquartierte Bomben, ausquartierte Flüchtlinge aus Bochum. Die wurden ja auch alle da überrollt. Und ja, nun hatten sie ja kaum was zu essen. Aber es war ja so, dass die Leute wussten, dass die Bauern, also man muss sich das so vorstellen, die größeren Höfe lagen mitten in den Ländereien. Und die wussten ja nun auch, dass da
Speisekammern und so weiter waren. Und da sind Kinder im Alter von 13, 14 Jahren, die dann als Erwachsene, mir 65, das dann erzählt haben, dann sind sie auf den Hof gekommen und da hat die Oma da tot gelegen bei einer Kälte von 21 Grad. Man hatte sie erschossen und die waren so clever und haben sie in einen Teppich gerollt und haben sie dann in dem tiefgefrorenen Boden, wie auch immer, haben sie dann sie verscharrt. Und wenn ich jetzt auf den Hof komme, schwierig. Ganz schwierig, weil Sie wissen, Ihre Großmutter ist da gestorben. Ja, ne, vor allen Dingen, ich weiß ja, wo sie liegt. Ja.